Es ist die erneute Auflage des letztjährigen Pokalfinals. Der FSV Union Fürstenwalde trifft auf den SV Babelsberg. Damals traf ein 23-Jähriger gleich doppelt innerhalb von 7 Minuten und schoss die Unioner somit in den DFB-Pokal. Wie er sich an das Pokalfinale vom letzten Jahr erinnert, ob es dieses Jahr nochmal was mit dem Titel wird und über vieles mehr werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Lukas Stange. Hallo. Wir starten ganz kurz rein mit einem ganz kleinen Spielchen. Und zwar, das Spiel heißt Doppelpass, beziehungsweise 4 schnelle Sätze mit Lukas Stagge. Ich gebe dir mal einen Satzbaustein vor und du musst den Satz einfach beenden mit den ersten paar Wörtern, die dir eben einfallen. Okay? Okay. Union ist für mich. Union ist für mich mein Verein, wo ich derzeit spiele. Das Spiel gegen Wolfsburg war. Ein absolutes Highlight in meiner Karriere. Mit dem HFC verbinde ich. Vieles, sehr viel. Wir gewinnen den Landespokal, weil Weil wir es schon einmal getan haben. die Corona-Fallzahlen sinken ja jetzt wieder zum Glück. Fans sind leider jetzt nächstes Wochenende noch nicht erlaubt. Wie geht ihr damit in der Mannschaft um? Seid ihr sehr enttäuscht drüber oder sagt ihr, Mai, das müssen wir einfach mitnehmen? Egal, wir spielen jetzt trotzdem für die Fans auch. Ja, na, also es ist schon enttäuschend, dass keine Fenster sind, so wie das letzte Mal, wo wir das Pokalfinale ausgetragen haben. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt auch mehrere Testspiele ohne Fans und deshalb denke ich, sind wir da auch gut vorbereitet. Wie ist die Stimmung so im Training? Ihr seid wahrscheinlich trotzdem brutal heiß drauf, oder? Ja, absolut. Also die Mannschaft ist heiß und wir freuen uns darauf. Seit fast 4 Jahren bist du aber jetzt bei Union Fürstenwalde. Du scheinst dich da ziemlich wohl zu fühlen, könnte man so sagen, oder? Ja, genau. Also erste Saison war ja, fand ich gut zum Reinkommen. Also ich war bei Merseburg relativ abgeschlagen und war auch konditionell auch nicht so fit. Und dann kam ich zum FSV, die mich richtig aufgebaut haben wieder und ja, hatte dann ja, einen Zwei-Jahres-Vertrag, den ich ausgeführt habe. Ja, und dann war für mich erstmal klar, und da ich keine weiteren Optionen hatte, dass ich nochmal weiter dableibe. Und ja, jetzt bin ich in Berlin, habe ein Studium angefangen. Also passt das erstmal. Ein Highlight in den letzten 4 Jahren war ja auf jeden Fall letztes Jahr der AOK-Landespokalsieg gegen Babelsberg. Was war da ausschlaggebend, dass ihr den Titel geholt habt letztes Jahr im August? Ja, also das war auch erstmal nicht abzusehen, weil ja Saison abgebrochen wurde, dann sind wieder viele gegangen, viele neue gekommen und zu dem Zeitpunkt wussten wir halt auch nicht, wo wir stehen. Und aber ich denke, für jeden, der neu dazu kam und vor allem für die, die geblieben sind, war das halt eine einmalige Chance und deshalb waren auch alle heiß drauf und ja, deshalb haben wir dann auch gewonnen. Als Belohnung für den Sieg letztes Jahr durftet ihr ja in der ersten Runde des DFB-Pokals ran. Der Gegner hieß VfL Wolfsburg. Was war das für ein Moment, gegen den Erstligisten zu spielen? Kannst du uns ein bisschen davon berichten? Ja, also das Coolste war wahrscheinlich, dass wir da eine Hotelübernachtung hatten, dann auf dem Gelände von Wolfsburg trainieren durften und dann auch im Amateurstadion spielen durften. Ja, man hat sich schon ein bisschen wie ein kleiner Profi gefühlt. Ja, und das war halt auch absolut cool, sich mal mit Bundesligisten messen lassen zu können und zu sehen, ja, wie weit man überhaupt weg ist. Nächsten Samstag geht es ja dann gegen den SV Babelsberg. Was muss passieren, damit ihr sozusagen den Titel back-to-back holen könnt? Ja, also wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung, einen absoluten Willen. Und ich denke, damit kann man dann schon viel rumreißen. Und wenn wir dann wieder ein bisschen Matchglück haben, dann steht dem nichts im Wege. Dein Vertrag geht ja laut Transfermarkt jetzt bis diesen Juni 2021. Und dazu wollte nämlich auch ein Zuschauer wissen, nämlich der Julian Anseelen 35, ob du nächste Saison auch noch bei ihnen spielst oder zieht es dich eben auch weg? Also ich habe mir da jetzt noch nicht so einen Kopf gemacht, weil ich jetzt erstmal den Pokal spielen will. Und ja, danach wird man dann weitersehen, wie es aussieht. Kommen wir zu den Abschlussfragen und zwar einmal. Wie sieht jetzt für dich die Zukunft aus? Kurzfristig hatten wir schon drüber gesprochen, über den Vertrag. Langfristig würdest du gerne nochmal oben angreifen? Ist für dich die dritte Liga oder auch höher dann nochmal ein Ziel? Und würdest du dann auch das Studentenleben dafür aufgeben? Oder sagst du, hey, Student sein und vierte Liga spielen,
Das passt für mich alles gerade so. Ja, natürlich will man als Fußballer immer noch mal höher hinaus. Das ist auch mein Ziel. Und ich denke, wenn da eine Anfrage kommt, dann werde ich auch nicht zweimal überlegen. Aber ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn es jetzt hier noch mal, wenn ich mein Studium fertig machen kann, dann hier noch ein Regionalligist, oder in einer Regionalliga bleiben kann, da spielen kann, mich weiterentwickeln kann. Und dann, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, wenn dann es nochmal klappt, dann wäre natürlich umso besser. Ich glaube, das ist doch ein schöner Ausblick auf die Zukunft. Was wünschst du denn auch dem Amateurfußball in nächster Zeit? Wahrscheinlich wieder, dass ihr mit Fans spielen dürft, oder? Ja, dass alles jetzt mal wieder in die geregelte Bahn kommt, dass man vor Fans spielen kann, dass die Vereine wieder ruhiger leben können und nicht so viel aufwenden müssen. Ja. Dass es einfach jetzt mal wieder in den normalen Alltag übergeht und ja, genau. Dass die Vereine sich sozusagen eher mehr Sorgen machen müssen, ob jetzt am Wochenende die erste Mannschaft verliert oder gewinnt, anstatt sich über Geld oder sowas Sorgen zu machen, oder? Genau. Dann möchte ich einen Satz noch zitieren, und zwar der Mü 1997. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschlusssatz, den wir nehmen können. Der hat nämlich uns geschrieben, wir sollen es nur ausrichten, du bist einer der unglaublichsten Spieler und Menschen, die er kennt. Er hat das Kicken mit und von dir gelernt. Damit würde ich es gerne beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Es war sehr interessant. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg am nächsten Wochenende, am Samstag. Dann gegen Balzberg schauen wir mal, ob du wieder zweimal triffst, zweimal im Kopf. Wir bleiben gespannt und natürlich dir dann auch für die nächste Saison viel Erfolg, viel Glück und bleib gesund, bleib fit. Und genau, wir bei Kick TV, wir sehen uns dann die Woche nochmal mit einem Spieler von Babelsberg. Und dann, ja, glaube ich, können wir sehr, sehr gespannt sein auf das nächste Wochenende. Vielen Dank. Tschüss. Servus, ciao.